Alle Muslime sind gleich in der Praktizierung, in der Praxis. Auch nicht jeder hat das Wissen wie die anderen. Ich meine damit, Barakallahu fikum, nicht, dass man das sagt, wenn wir sagen, ja, der Islam ist die Gerechtigkeit und die Muslime sollen, und ein Muslim macht und ein Muslim macht. Nicht, dass man den Eindruck erweckt, dass alle Muslime so sind. Wir sind unterschiedlich. Und aus diesem einfachen Grund, wenn wir dieses Thema haben, dann wissen wir, Barakallahu fikum, dass wir drei Stufen in der Religion haben. Und du kannst Muslim sein, du kannst Mu'min sein und du kannst Muhsin sein. Es gibt drei Stufen in der Religion des Islam. Das sind Islam, Iman, Ihsan. Du bist Muslim, Mu'min inshallah und Muhsin inshallah. Und das ist gleich wie du, das ist sozusagen ein Niveau her, Was ist der Unterschied zwischen einem Mu'min, Muhsin, Muslim? Der Unterschied ist das, Barakallahu fikum, in Wissen und Praxis. Das macht die Leute so. Wer mehr Wissen hat und mehr praktiziert, seine Stufe auch wird höher. Wer aber weniger Wissen hat und weniger Praxis hat, dann ist das weniger. Und so ist das in unserer Religion.